Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Ah, da seid ihr. Ruhe, ja. Omin. Und wie ihr seht, bin ich wieder alleine unterwegs mit unserem Xenomorphun in einem ganz, ganz, ganz besonderen Dungeon. Und zwar Manycoins Banküberfall. Einem meiner Lieblingsdungeons, muss ich sagen. Und das nicht wegen dem hier. Und nicht wegen der Kampagne, die dazu gehört. Und nicht wegen dem Leveldesign. Nein, alles ist das eigentlich völlig egal. Es geht nur um Jim. Jim, vor allen Dingen Jims Stimme, das ist das Entscheidende, das Fantastische. Ich weiß, die Dungeon wird nicht gern gelaufen und gemocht, aber wer kann bitte Jims göttliche Stimme nicht toll finden? Eigentlich ist das hier auch nicht gedacht gewesen, als ich laufe diesen Dungeon solo, sondern ich wollte eigentlich Jims Sachen aufzeichnen für einen Livestream, weil ich die nochmal nachsynchronisieren möchte und dann als kleine Soundfiles im Livestream nutzen möchte. Und ich dachte mir, hey, wenn du eh schon jetzt das aufnimmst, damit du dir die Sachen anhören kannst, wie Jim das betont, kannst du es auch gleich richtig aufnehmen. Da ist er, unser großer Jim. Lauscht ihm. Also gut, wir haben hier zwei Aufgaben. Erstens dürfen wir nicht zulassen, dass die Centaurim an den Tresor kommen. Und zweitens, wir müssen dabei eine gute Figur machen. Portale? Bei Bahamuts schimmernden Schuppen. Jetzt sind wir geliefert. Praktikanten, beschützt den Tresor! Natürlich, wenn du uns darum bittest, werden wir ihn beschützen. Dieser Dungeon ist ja eigentlich auch nicht schwer. Also das ist wirklich keine Herausforderung. Es geht jetzt nicht darum. Normalerweise mache ich diese Solo-Dungeons ja, um zu gucken, wie weit komme ich, welche Mechaniken kann ich alleine lösen und wie kriege ich vielleicht noch die ein oder andere Mechanik, die eigentlich für zwei oder mehr Spieler gedacht sind, auch alleine gelöst, nur mit dem Kleriker. Jeder kann da ja ein bisschen unterschiedlich. Sie haben Rostmonster für den Tresor dabei und Tresore sind aus Metall. Versteht ihr? Das ist fast schon genial. Nun wird es brenzlig. Vielleicht können wir sie mit den explosiven Runen vom Tresor fernhalten. Nur so eine Idee. Das werden wir natürlich versuchen. Das ist eine sehr gute Idee, Jim. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, also jede Klasse kann ja unterschiedlich gut auf Mechaniken reagieren, sagen wir nun mal bei Lindra. Zauberstab? Kein Wunder, es ist ja immerhin auch der Zauberstab der Wunder. Dieses Ding wird die ganze Arbeit erledigen. Wir können uns zurücklehnen. Die einen ja tot wirken kann. Tut mir leid, dass ich mal so abbrechen muss, aber ich möchte Jim nicht dazwischenreden. Das steht mir nicht zu, über ihn hinwegzureden. Deswegen, immer wenn Jim redet, muss ich natürlich meine Schnauze halten. Und das werde ich natürlich auch tun, damit wir dem lauschen können. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Wutscha! Wutscha! Oh nein, ich bin ein Huhn! Oh mein Gott! Mok, 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 mok. Mok, mok, mok. Habt ihr euch schon mal gefragt, was bei der Verwandlung mit den Kleidern geschieht? Eine gute Frage. Harry Potter ist das ja auch eine sehr, sehr gute Frage. Was passiert da mit den Kleidern? McGonagall verwandelt sich ja im ersten Film aus dem Katzenstadium zurück in die normale Variante und hat dort ihre normale Kleidung an. Und im dritten Film verwandelt sich ja Peter Pettigrew als Mensch in eine Ratte und verliert dort seine Kleidung. Und verwandelt sich, als er sich aber zurückverwandelt, wieder mit. Ein normaler Zauberstab hätte es vielleicht auch getan, aber hätte auch eigentlich jeder andere getan. Also dieser Dungeon ist halt wirklich nicht schwer. Sagen wir mal, es gibt ein paar kleine Mechaniken, auf die man in Anführungszeichen achten muss. Ansonsten ist es einfach nur auf der richtigen Seite stehen und töten. Vor allen Dingen die Rostmonster. Das sind ja immer die Aufgaben in den Phasen, wie viele Rostmonster man besiegen muss. Und dann in der dritten Phase, beziehungsweise in der zweiten Phase dann, wenn es in die zweite Phase 2 geht, die Portale zu stören mit den Sphären. Was Leute bis heute nicht raffen, muss man wirklich mal sagen, ich verstehe es nicht. Ich meine, A wird es angezeigt, B sagt es Jim und C schreiben es viele Leute auch einfach in den Chat, aber es wird einfach gerne ignoriert. Und dann in Phase 3 der Boss, der ja einfach nur draufhauen ist. Ich wette, so etwas seht ihr jetzt zum ersten Mal. Zeig mal, was sehen wir denn zum ersten Mal? Was sehen wir? Je länger man übrigens auch braucht, desto... Oh Gott, ich bin klein. Ich werde euch gleich zurückverwandeln, sobald ich meine Schlüssel finde. Seht ihr sie irgendwo da unten? Ja, da hinten, links, hinter der Säule da. Da sind sie. Auch interessant, dass er da oben einfach auf der Tensorscheibe steht. Ne, auf dem mächtigsten Reittier steht hier einfach dort oben. Gebührt ihm auch. Die Kampagne selbst ist ja wirklich... Ich kenne niemanden, der die gut findet, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne niemanden, der sagt, das ist die geilste Kampagne von allen. Sie hat einfach eine ganz andere Richtung eingeschlagen mit diesem etwas humoristischen Anstrich, dass das alles sich nicht ernst nimmt und auch die Charaktere dort ein wenig mehr... Schaut euch den nächsten Zauber ruhig ganz genau an. Ja, das Ganze einfach ein bisschen mehr in die Lächerlichkeit rücken. Das ist glaube ich, ganz gut für Neverwinter. Einfach grundsätzlich so der etwas zu haben. Aufs Haus. Aber sagt Omin nichts davon. Das machen wir.
bleibt alles unser Geheimnis, Tim. Alles bleibt unser Geheimnis. Es gibt im Lab und im Pen and Paper gibt es dieses doofe Hut-Credo, dass man seinem Charakter immer ein wenig etwas Humoristisches, etwas gibt, was zeigt, dass man es nicht zu bitter ernst nimmt. Und dass man halt weiß, es ist nur ein Spiel. Es ist im Zweifelsfall nicht die eigene Person, die dort stirbt, wenn man im Pen and Paper oder im Lab stirbt. Und da, in der Hinsicht interpretiere ich da die Acquisition Incorporated auch. Das ist da mehr so dieses doofe Hut-Credo. Man zeigt einfach, schaut euch das Spiel nicht ernst. Zauber ruhig ganz genau an. Schmetterlinge der Macht! Da haben wir gewonnen. Schmetterlinge der Macht. Sagt mir bitte, dass ihr auch diese ganzen Schmetterlinge hier seht. Natürlich. Meinst du, du bist wahnsinnig? Ansonsten ist die Kampagne sehr nervig, muss man mal ganz ehrlich sein. Und da machen die leider die guten Synchronsprecher. Das sind ja alle gut. Also sowohl hier Jim wie auch Walnut. Das ist ja Lara Loft. Und ich habe vergessen, wie der von Omin heißt, aber auch der. Die machen gute Arbeit. Das sind wirklich gute Synchronsprecher. Die können aber natürlich auch nicht so viel reißen. Die Missionen sind teilweise buggy, sie sind auch teilweise. Ich finde die mit dem Riesen, mit den Kristallen. Der nächste ist halt einfach, Zauber wird richtig gut. Das spüre ich. Das spüre ich. Das ist so ein bisschen unter der Gürtellinie. Mögen einige, mögen viele. Ist jetzt so eine gewisse Humorrichtung. Ich jetzt nicht so. Es ist halt aber ein totaler Bruch. Wir müssen diese Portale schließen. Nein, tötet es nicht. Es ist doch nur ein Baby. Ein Baby. Alles, was Neverwinter so bisher war. Deswegen. Naja, egal. Wir müssen sie ja zum Glück. Doch, man muss sie machen, um die Segen zu bekommen. Was ist das? Wer hat diese Sphäre beschworen? War ich das? Natürlich, Jim. Schickt sie durch ein Portal. Und genau, er sagt es. Er sagt, man muss nur zuhören, dass man, wenn man diese Sphäre hat, sie durch ein Portal schicken muss. Zum anderen steht sie dort, Jims Todessphären anwenden, um die Portale zu schließen. Das, also. Man muss nicht mal denken, eigentlich. Und ich habe so viele Runs schon gehabt, auch in den Streams, wo Leute einfach nicht raffen. Wo sie nicht aus dem Weg gehen. Man darf natürlich auch niemanden treffen, das wo heißt, es darf nicht im Weg denn stehen. Wo kommen denn nur all diese Sphären her? Und die Sphäre, das sind halt die normalen Todessphären, die wir auch aus Orcus kennen. Oder aus dem Wege des Todesgottes. Da kennen wir die auch her. Und das sind einfach. Orcus konnte Orcus die? Nee, Orcus hat zusammengezogen, glaube ich. Der Todesfern? Nee, das war im Kampf in der Wiege des Todesgottes. Die waren nochmal Orcus. Da kamen die her. Aber trotzdem, es ist jetzt auch nichts Neues. Er sagt es, man muss noch zuhören. Das ist alles. Ich war mal in einer Band namens Die Sphären. Ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang besteht. Das ist mir nur gerade eingefallen. Natürlich hängt es aber zusammen. Alles hängt aber zusammen. Hier kommt natürlich noch dazu, dass die Belohnung, diese Belohnungsstufen, keinen Einfluss haben, meines Wissens nach, auf die Qualität der Belohnung. Also es ist ja nicht so wie in dem Gorgon, wo man damals, als das neu war, unbedingt Gold haben musste, um das verdrehte Blut zu sammeln für die Artefakte. Das ist ja hier auch nicht der Fall. Es ist einfach egal, welche Stufe du hast, Hauptsache du schaffst es. Es kommt noch dazu, dass man deswegen das hier nicht kurz macht. Ja, es war eine ganz niedliche Idee und es sollte einfach humoristisch sein. Und so sollte man das, glaube ich, auch einfach sehen. Man darf diese ganze Kampagne und auch diesen Dungeon nicht mit anderen bestehenden Dungeons vergleichen oder mit anderen Sachen. Das steht außen vor. Das hier ist. Das ist das Leben des Brian in der religiösen Verfilmungsreihe oder ähnliches. Also, das ist so meine Meinung. So sehe ich das auch. Ich liebe diesen Dungeon einfach, weil er ist ja echt nicht schwer und er vereint einfach wirklich diese Lächerlichkeit, dass Jim mit diesem, so ein mächtiger Magier, der so einen mächtigen Stab hat, was der alles hier im Prinzip kann, und der wendet ihn einfach komplett random an, auf uns, gegen uns, auf die Gegner, gegen die Gegner. Es ist pures Chaos und nicht als Herausforderung, wie es in der Aufgabe mit Lucan, nicht, wie heißt der? Luskan? Nee, Luskan ist ein Ort. Mit dem Illusionisten ist, wo es ja darum geht, eine Herausforderung, dass die unterschiedlichen Effekte sich kombinieren, sondern hier ist es einfach komplett random würfeln und dann entweder du würfelst eine 1 oder eine 20, sozusagen. Und das kannst du ja auch mit dem eigenen Item machen, wenn du diesen Zauberstab der Wunde hast, kann es ja genauso sein. Es ist auch einfach ein Würfelwurf und dann guckst du, was rauskommt. Das zeigt einem wirklich, man soll diesen Dungeon nicht ernst nehmen. Und deswegen schadet es eigentlich auch gerade nicht, diesen Dungeon zu laufen, immer mal wieder regelmäßig, um genau das auch wieder mal in Erinnerung zu rufen.
Nur gut, dass wir den Zauberstab der Wunder hatten. Und nicht einfach nur den Stab, sondern auch einen mächtigen und berühmten Zauberer, der ihn einzusetzen weiß. Dich, Jim, den besten und mächtigsten Magier aller Zeiten. Na, das ist, er dauert nicht lange, ihr habt gesehen, ich habe ihn in 10 Minuten alleine gemacht. Normalerweise läufst du mit 5, dann geht es noch schneller, dann musst du dich weniger um die verschiedenen Positionen. Es geht also, und das schadet nicht einfach mal ab und an einmal eine Woche diesen Dungeon zu laufen, um sich ein bisschen zu erden wieder, dass man nicht nur der große, strahlende Held ist, der in den neuen Höllen den Engeln dabei hilft, eine Festung aufzubauen, sondern auch so ein Blödsinn macht. Vielen Dank fürs Zuschauen, hier sieht man nochmal ganz kurz, die es interessiert in diesem Dungeon, meine Ausrüstung, meine Kräfte, Segen und Gefährten, aka Reittiere, nicht aka, so, und Reittiere. Aber ich glaube, das ist in diesem Dungeon noch wirklich völlig wurscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und ich kann mich jetzt daran setzen, diese ganzen Clips von Jim hier mir aufzuschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.